Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ich befinde mich in Kleinweg, dem Dorf, in dem die Leute einen Vampir geweckt haben, als sie die Ruinen, die Elfenruinen unter dem Dorf untersucht haben. Und wir haben uns vor einer Weile um diesen Vampir gekümmert. Deshalb sind wir aber auch gar nicht hier, sondern es ist einfach der nächstgelegene Schnellreisepunkt gewesen. Und wie angekündigt, möchte ich ein letztes Schema für Hexerausrüstung finden, von dem wir momentan hier in Velen wissen. Und deshalb schleichen wir uns mal... Ah, ich erinnere mich, was das war. Okay. Ja, wir haben... Oh, da ist tatsächlich noch ein Monster. Wir haben beim letzten Mal schon auf die Karte geschaut. Es gab einen bewachten Schatz hier drüben. Den haben wir allerdings schon erledigt. Und jetzt erinnere ich mich auch an die Stelle. Tatsächlich, hier waren Erscheinungen. Also, als ich das Ding da gesehen habe, war mir auch schon klar, dass hier Erscheinungen gewesen sind. Und mindestens eine davon läuft auch da vorne noch. Läuft, schwebt, rennt da noch so rum. Keine Ahnung. So, wir nähern uns mal vorsichtig. Wobei wir den bewachten Schatz eigentlich schon... Okay, es sind noch mehrere. Eigentlich haben wir den schon erledigt. Ach, guck mal, Stufe 7. Ach, wie niedlich ist das denn? Was ist das denn? Okay, das sind dann aber nicht mehr die Erscheinungen, die hier den Schatz bewacht haben, oder? Also, Stufe 7 wird das nicht gewesen sein. Ach, komm her. Das ist ja knuffig. Süß. Stufe 7. Ha, niedlich. So, da war doch noch eine, oder? Oder habe ich mich da vertan? Hier war doch eben noch eine. So, und der Schatz an sich war hier oben. Genau, diese Kiste da. Da war aber kein Schema drin. Na, komm mal ran. Hier ist aber immer noch was drin. Henkerstiefel und Hundetalg. Okay, das wird auch nicht der Schatz gewesen sein. Also definitiv sind wir hier schon gewesen. Haben hier Erscheinungen bekämpft. Und den Schatz geplündert. Es muss aber irgendwo noch ein Schema geben hier. Und unsere Markierung zeigt hier auf die... Auf die Wildkatzen, Puma, keine Ahnung, was auch immer, Statue untersuchen. Achso, hat die hier... Ach, tatsächlich, guck mal. Ja, es geht um Wolfsschulenausrüstung, deshalb der Wolfskopf, der hier dem anderen Tier draufgemalt wurde. Sehr geil. Aber mal dezent. Normalerweise sind die ja irgendwie riesig groß, aber das hier ist so auf den Kopf des Tiers. Ja, schick. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Okay. Ja, das ist mir bei meinem ersten Besuch hier definitiv nicht aufgefallen, dass der hier den Wolfskopf drauf gemeißelt hat. Ja, toll. Und der Suchradius geht aber auch hier komplett drumrum um die Ruine. Müssen wir uns gleich mal umschauen. Was ist denn das hier für ein Viech? Sieht man natürlich nicht so gut, wenn man die Fellfarbe nicht sieht. Wie heißen denn die... Die schwarzen Panther? Ist das ein Panther vielleicht? So wie hier Bagheera? Möglich. Keine Ahnung. Naja, wir schauen uns auf jeden Fall um. Wäre natürlich passend, wenn das irgendwie ein Wolf gewesen wäre. So. Irgendwo muss noch eine Kiste oder irgendwas stehen. Vielleicht hier nah an der Wand oder so, wo ich es halt nicht gesehen habe. Beim ersten Mal. Ah! Was? Wo? Oh, da hinten sind welche aufgetaucht. Nochmal Stufe 7. Ja, niedlich. Komm, da brauche ich gar keinen Irden für einsetzen. Wenn ich euch dann treffe, erledigt sich das auch schnell. So, willst du direkt rankommen oder... Ja, jetzt ist sie wieder weg. Toll. Feigling. Feigling-Erscheinung. So, also, haben wir hier irgendwo noch eine Kiste oder irgendwas? Wahrscheinlich hier im Gestrüpp oder so, nah an der Wand. Irgendwo, wo es mir nicht... Oh, hier ist ein Loch. Ah, ein Brunnen. Vielleicht kann ich da runtertauchen. Ja. Okay. Alles klar, die Sache mit dem Tauchen hat sich dann wohl erledigt. Ja, das ist ja, ja. Gut. Dekorativ auf jeden Fall. Okay, so viel zum Tauchen. Also unter Wasser liegt der Schatz schon mal nicht. So, aber wo ist denn hier noch irgendwie eine Kiste oder irgendwas? Hier ist noch so ein dekorativer Brunnen. Oh, in dem Brunnen ist was. Ah, da ist eine kleine Kiste. Eine kleine Schatulle, sowas. Ach, guck mal, wie niedlich. Ja, und da ist auch unser Schema drin.
meisterlich gefertigte Wolfsrüstung. Ach, wie süß. So kleine Kisten haben wir aber selten gehabt. Also schon gar nicht irgendwie draußen. Ach, schön. Ja, dann haben wir das auch erledigt. Sehr cool. Also hier in diesem falschen Wasser. Da liegt die Kiste drin. Okay. Ja, und diese Schatzsuche war jetzt irgendwie mit Stufe 35 oder so markiert. Ich glaube aber nicht, dass sie das war aufgrund des bewachten Schatzes hier in der Nähe. Also die Monster hier dürften wesentlich einfacher gewesen sein. Vielleicht sogar immer schon Stufe 7, keine Ahnung. Aber wir haben die schon von einer ganzen Weile mal hier erledigt. Deswegen können die eigentlich nicht so schwer gewesen sein. So, ich weiß halt nicht, was noch, aber das können wir nachgucken. Sowieso. Ich weiß halt nicht, was noch zu dieser speziellen Schatzsuche gehört hat. Vielleicht an anderer Stelle noch irgendwie schon was, was wir gefunden haben. Und vielleicht war das ein bisschen schwieriger. Wobei es mich auch dann wundert, dass ich das damals schon geschafft habe. Keine Ahnung. So, wir schauen auf jeden Fall mal rein. Ich glaube, das war jetzt Teil 5 oder sowas. Hier, genau, die war es, glaube ich. Wolfsschulenausrüstung Teil 5. Verbesserung des Brustpanzers. Da weiß ich halt nicht. Auch Verbesserung, Moment. Verbesserung des Brustpanzers und Verbesserung des Brustpanzers. Zweimal. Okay, keine Ahnung, ob das zwei verschiedene waren oder doch zweimal das gleiche. Ich weiß halt nicht, ob wir schon an anderer Stelle gewesen sind im Zuge dieser Quest und da irgendwas anderes noch zu bekämpfen hatten. Aber warum die Stufe 34 ist, ist mir jetzt gerade nicht klar. Oder kann auch sein, dass wir das irgendwo gefunden haben, dass wir den Hinweis auf diesen Schatz irgendwo anders gefunden haben, wo was Schwieriges war. Aber dann, na, dann wäre ja die Schatzsuche selber nicht so markiert. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum es Stufe 34 sein soll, aber letztlich war es jetzt ganz einfach. So, Geralt fand eine Karte mit Hinweisen auf Fundorte alter Hexerschemata. In der Hoffnung, seine eigene Ausrüstung verbessern zu können, machte er sich auf die Suche nach ihnen. Das kennen wir schon. Gut, haben wir das auch erledigt. So, entsprechend wenig ist noch übrig. Schatzsuchen, Skellige, 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 alles Skellige. Keine Schatzsuchen mehr in Velen oder Novigrad. Das Einzige, was wir jetzt hier noch haben, ist der Hexerauftrag. Stufe 35, also wir steigern uns immer weiter über die letzten Folgen. Und hier haben wir die Kreatur aus dem Wald von Ochsenfurt. Und offenbar haben wir irgendwann schon herausgefunden, dass es sich dabei um einen Greifen handelt. So verrät mir jedenfalls der nächste Punkt auf der To-Do-Liste. Töte den Greifen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, woher wir das wissen. Wir lesen aber mal kurz den Text. Vielleicht fällt uns das dann wieder ein. Normalerweise sind es die Söldner, die für das Töten bezahlt werden. Diesmal war es anders. Ein gewisser Hans von Zidaris, ein Glücksritter, hatte weit und breit bekannt gemacht, dass er ein hübsches Sümmchen für das Töten des Monsters zahlen würde, das sich im Wald bei Ochsenfurt eingenistet hatte. Geralt beschloss, den Auftrag zu übernehmen. Geralts Nachforschungen ergaben, dass sich im Wald anscheinend ein Erzgreif eingenistet hatte. Yay, Erzgreif hatten wir gerade erst in der Nähe von Krähenfels, kennen wir also. Diese Kreatur war in vielen Hinsichten dem Königsgreifen ähnlich, gegen den er in Weißgarten gekämpft hatte. Ah ja, unser allererster Hexerauftrag, den wir noch zusammen mit Wesemir gemacht haben damals. Versprühte jedoch obendrein noch Gift auf seine Opfer. Ja, genau um dieses Gift ging es uns ja bei dem Erzgreifen von Krähenfels. Da brauchte ja die gute Joanna das Gift, um ihre Rüstung darin zu härten. Und von daher haben wir eigentlich erst vor kurzem gegen einen Erzgreifen gekämpft, aber natürlich nicht Stufe 35. Naja, schauen wir mal, was das gibt und erstmal vor allem, wohin wir genau müssen. Sehen wir mal. Das ist aber nicht... Ach doch, das ist auf Höhe von Ochsenfurt, aber viel weiter östlich. Ah, okay, bei Eramas verlassenem Anwesen. Ach so, haben wir das... Sind wir nicht irgendwie damals von hier aus irgendwie hier rüber gelaufen? Also es kann sein, dass wir bei diesem bewachten Schatz gewesen sind damals. Und ich einfach aus Neugier schauen wollte, was das hier auf der Karte für eine Ruine ist. Und als wir hier rüber gelaufen sind, ist uns plötzlich der Erzgreif hinterher. Ich kann mich erinnern, also Eramas war der Typ mit dem Käse im Keller, glaube ich. Und ich kann mich erinnern, als ich auf dieses Anwesen zugerannt bin, dass ich von irgendeinem Monster verfolgt wurde und mir dachte, greif mich nicht an, greif mich nicht an.
Das wird dann wohl eben dieser Erzgreif gewesen sein. Und dabei haben wir dann wahrscheinlich auch rausgefunden, eben um welches Monster es sich handelt. Das heißt, vermutlich habe ich da auch irgendwie, ja, etliche Schritte der Quest übersprungen. Vermutlich hätte uns der Auftraggeber irgendwo hingeschickt, um irgendwelche Leichen oder Spuren zu untersuchen. Und wir hätten uns dann nach und nach wieder darauf hingearbeitet, herauszufinden, dass es sich um einen Erzgreifen handelt. Und stattdessen bin ich aber einfach dem Vieh durch Zufall irgendwann begegnet, als ich hier querfeld eingelaufen bin. Und deshalb weiß ich schon, dass es ein Erzgreif ist, ohne irgendwas untersucht zu haben bei dieser Quest. Was ein bisschen schade ist, aber okay. So, dann müssen wir eigentlich nur zurück nach Kleinweg und von da aus zu Eramas Anwesen reisen und dann hoffentlich den Erzgreifen töten. Klingt nach einem Plan, würde ich sagen. Und wir schauen mal, wie gut das funktioniert. So, einmal quer über die Karte gereist und bei Eramas Anwesen angekommen. Genau, das ist nämlich dieses verfallene Gebäude da drüben. Und da gab es ein Portal, das uns dann irgendwie unter das Anwesen geführt hat. Und da war die Sache mit dem Keller, mit dem Käse, mit dem Käsekeller. Und da haben wir, glaube ich, letztlich ein Schwert bekommen, ne? Der Gauder oder der Edammer oder sowas. Irgendein Schwert, das auch nach Käse benannt war. Witzige Sache. So, und jetzt muss hier aber irgendwo halt ein Erzgreif sein. Da drüben in die Richtung sogar. Vielleicht. Das da ist aber nicht, ne? Das ist ein Vogel, glaube ich nur. Das ist ein bisschen klein für einen Erzgreifen da vorne. Alles Vögel. Vielleicht sollte ich nochmal kurz ins Bestiarium schauen, bevor wir dem Vieh begegnen. Und nochmal sehen, was genau man dagegen tun kann. An wirkungsvollen Dingen. So, ein Erzgreif ist ein Hybrid. Katecce, Hybridenöl und Art. Alles klar, soweit, also bis auf die Katecce hätte ich es mir denken können. So. Das hier sieht aus wie das Nest, würde ich sagen. Und da unten, das klingt so, als wäre er in der Nähe. Ja, dann würde ich sagen, speichern wir nochmal kurz. Und schauen dann, ob wir hier irgendetwas ausrichten können. Ich bin gespannt. Vielleicht doch mal lieber Öl auftragen oder so. Einfach ausnahmsweise, weil ich vor dem Vieh doch ein bisschen Respekt habe jetzt. Oh, guck mal hier, Schuhe. Schuhe! Stiefel, Henkerstiefel. Ja, das passt ja. Die wollte ich aber nicht. Ich wollte zu den Ölen. Und lieber mal ein bisschen Hybridenöl auftragen. Welches ist das denn? Relikt, Erhängte, Nekrophagen, Geister, Öl, Hybridenöl. Das nehmen wir. Aufs Silberschwert, bitte sehr damit. Und haben wir denn hier Kartätschen? Überlegene Kartätschen haben wir sogar. Da können wir direkt mal die leeren Nordwindbomben hier ersetzen. So, und die können nochmal was? Die machen direkt Schaden? Ja, physischen Schaden. Ah, im Explosionsradius. Also die explodieren. Alles klar. Gut. Dann los geht's. Schauen wir mal. Ich nehme mal die Kartätsche direkt hier an die Hand. So. Zwei Stück nur habe ich davon. Wo ist er denn? Opinikus. Ach, den habe ich gerade schon. Warte mal. Den habe ich gerade schon gesehen im Eintrag. Der hat einen eigenen Eintrag, der Kollege. Den habe ich hier doch gerade gesehen. Genau. Warum kenne ich den denn schon so gut? Also, Kartätsche, Hybridenöl und Art. Die unterschiedlichsten Kämpfer, Söldner, fahrende Ritter, ehrgeizige Männer des Gesetzes versuchen den Hexern bisweilen Konkurrenz zu machen, wenn es um das Töten von Monstern geht. Dies endet jedoch für gewöhnlich in einem Massaker, was das Problem nur noch schlimmer macht. Das Monster übersteht den Kampf unverletzt, ist wütend und auf Rache aus. Dies war in den Bergen bei Ochsenfurt geschehen, wo ein mächtiger Erzgreif sein Nest gebaut hatte. Das kommt mir bekannt vor, den Text. Den Text habe ich schon mal gelesen, glaube ich. Nämlich dieses, die Leute haben es selbst versucht, hat aber nichts gebracht und jetzt ist das Monster erst recht sauer. Das kommt mir bekannt vor. Wieder einmal war es am Hexer, hinter den Laien herzuräumen. Er wusste, dass einer feuerliebenden Kreatur wie dem Erzgreifen weder mit Igni noch mit Bomben beizukommen war. Yay! Auch musste er sich von der Säure des Monsters hüten, die sich durch die stärksten Rüstungen fraß. Und so den rasiermesserscharfen Klauen den Weg freimachte. Ja, die rasiermesserscharfen Klauen, das hatte ich auch auf dem Schirm.
Da habe ich natürlich schon an Gwen gedacht. Naja, so, der Opinikus, ja. Ich freue mich. So, hauen wir das erstmal hier. Das bringt ja gar nichts. Das hat ja mal gar keinen Schaden gemacht, habe ich das Gefühl. Das hat ein bisschen Schaden gemacht. Ja, feuerliebende Kreatur, habe ich gerade schon gehört. Also mit Igni brauche ich dem nicht anzukommen. Stand auch im Text. Dann wird es wahrscheinlich doch eher eine Mischung aus Art und Gwen. Art wegen fliegendem Viech. Ist immer eine gute Idee gegen fliegende Viecher, um die eben vom Himmel zu holen. Aber eigentlich tut es auch die Armbrust. Man mag es kaum glauben, aber diese kleine Armbrust schafft es trotzdem, das Viech vom Himmel zu holen. So, und der spuckt ordentlich Gift. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn, wie wenig Schaden ich ihm mache. Das ist echt der Knüller. Krasse Scheiße. Ah, was soll ich tun? Ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Okay, beim nächsten Mal vorher nochmal meditieren und die Dinge auffüllen. Und ich bin davon überzeugt, dass es ein nächstes Mal geben wird. Alter, der ist ja mal hartnäckig. Halt, hau ab! Habe ich nicht schnell genug reagiert. Ich hätte ja mal auf ihn schießen können, ne? Ja. Wenn man nachgeladen hätte, wäre das auch eine Möglichkeit. Alter Verwalter. Der Wahnsinn. Das Viech. Guck mal, ich kriege den gar nicht klein. Und das trotz Öl. Ich war ja jetzt schon vernünftig genug, mal Öl aufzutragen, ausnahmsweise. Sonst ist mir das ja immer so ein bisschen wurscht. Okay, ja, das war schon klar, dass das nichts wird. Das müssen wir nochmal machen. Okay, gut, dass er uns noch nicht bemerkt hat. Das gibt uns die Gelegenheit, nochmal zu meditieren vorher und unsere Tränke aufzufüllen. Ja, die Kartätschen hatten meiner Meinung nach so gut wie... Warum kann ich das nicht tun? Hat er mich doch schon gesehen? Lass mich bloß in Ruhe. Ich muss nochmal einen Schritt zurück hier. Die Kartätschen hatten so gut wie überhaupt keinen Effekt gefühlt. So, gehen wir mal hier rüber. Hier sollte genug Ruhe sein zum Meditieren. So, nochmal hier ein Stündchen oder zwei. Mach mal zwei Stündchen. So. Also, Kartätsche hatte so gut wie keinen Effekt, meiner Meinung nach. Aber das Hybridenöl sollten wir auf jeden Fall mal auftragen. Denn ich glaube, ohne das kommen wir überhaupt nicht weiter. So, welches war das jetzt? Hätte ich mir direkt mal merken können eigentlich. Überlegenes Hybridenöl. Das ist schon überlegenes. Das ist schon überlegenes. So, vergiftet hat er mich eigentlich gar nicht. Sonst könnte ich mal hier so ein Pyrol auch wieder trinken. So einen goldenen. Aber eigentlich hat er mich gar nicht vergiftet. Also das war nicht das Problem. So, was haben wir denn sonst noch Lustiges? Ich will den Typen klein kriegen. Auch wenn der meilenweit über mir ist. Ein Teil des vom Angreifer verursachten Schadens. Stimmt, wir haben ja kürzlich erst den Waldschrat absolut hergestellt. Das wäre eigentlich auch mal was Witziges, oder? Könnt mal ausprobieren. Einfach, um es mal gemacht zu haben. Ach komm, wir trinken den Waldschrat absurd. Einfach, um auch mal mehr Absurde mit reinzunehmen. Oh, das ist aber jetzt schon, das ist schon heftig an Vergiftung da oben. Ha, da bleibt nicht mehr viel Platz für Schwalbe und Rafat. Naja, schauen wir mal. So, wir versuchen's. Mal sehen, ob das jetzt besser läuft. Da ist er. Opinikus. Die zweite. Na, und schon hebt er ab. Toll, nicht getroffen. Das ist ja auch super. Ich treffe den gar nicht. Was ist jetzt los? Na, da müssen wir doch mit A dran. So, und ich vermisse die Möglichkeit, mich schnell auf ihn zuzukugeln irgendwie. Boah. Ach, komm schon. Alter. Sogar beim Landen macht er mir Schaden. Das gibt's doch nicht. Der ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Boah. Den kriege ich ja niemals klein. Also jetzt mal im Ernst. Ich kann den noch nicht mal ordentlich anvisieren. Ja, komm. Guck dir das an. Ich habe dem so gut wie keinen Schaden gemacht. So, das versuchen wir gleich noch einmal. Ich lasse da jetzt nicht locker. Ich habe jetzt die Kartätschen schon ausgerüstet. Ich würde auch den Nordwind gerne mal ausprobieren, ob ich den Kollegen nicht vielleicht sogar einfrieren kann. So wie wir es mit der Krabbspinne gemacht haben, mit Harisi. Und dann dachte ich mir, machen wir was ganz Witziges. Und zwar, pass auf, jetzt kommt's.
Wir trinken den Erzgreifen-Absud, passenderweise. Starke Schläge verbrauchen sämtliche vorhandene Ausdauer und verringern nach der Berechnung des normalen Schadens die Vitalität des getroffenen Gegners um 5%. Das gibt mir hoffentlich ein bisschen Bonusschaden dazu. Wir versuchen es einfach mit dem Erzgreifen-Absud, um den Erzgreifen zu bekämpfen. Und ich bin tatsächlich überrascht, dass mir bisher das Gift noch gar nicht so viel ausgemacht hat. Aber dafür alles andere eben. So, nächster Versuch. Opinikus, die dritte. Ja, ich gehe direkt mal mit den harten Schlägen hier dran. Guck mal, das macht doch schon wesentlich mehr Schaden auf jeden Fall. So können wir doch zumindest schon mal ein bisschen Schaden rausholen. Schieß, Mann! Schieß, Mann! Okay, weich aus, Mann! Komm schon, komm schon, komm schon! Jawohl! Runter damit! So, hier, starke Schläge, starke Schläge! Guck mal, auf jeden Fall kriege ich schon mal ein bisschen mehr Schaden rein. Also, Erzgreifen absolut. Vielleicht, ich weiß ja nicht, ob das generell vielleicht gilt, dass man einfach, ich nehme jetzt mal die Kartätsche wieder, dass man generell vielleicht mit dem Absud von dem Viech, also aus dem Mutagen von dem jeweiligen Viech, auch das Viech am besten bekämpft, keine Ahnung. Okay, jetzt habe ich doch eine Vergiftung am Hals, das ist super. Jetzt habe ich aber auch gerade den Raffat getrunken, also ich habe mich selbst auch extrem vergiftet. Das ist natürlich schlecht. Ah, was tun, was tun, was tun, was tun? Schwalbe nochmal? Nee, kann ich nicht. Ich bin extrem vergiftet. Ja, das heißt, ich werde jetzt daran alleine sterben. Ha, toll. Super. Okay, aber vom Schaden her sieht es ja schon mal besser aus, ne? Wir haben schon mal ein bisschen mehr Schaden reingezimmert. Toll, die Kartätsche hat mal gar nicht getroffen. Okay, aber ich glaube, ich bin da einer guten Sache auf der Spur. Boah, Wahnsinn. Und der vierte Versuch. Ich lasse da jetzt nicht locker. Ich verbeiß mich jetzt an dem Viech. Was, ist der dagegen immun oder was? Alter, jetzt mach nicht sowas. Okay, warte, warte, warte. Nein, nicht Irden, sondern Gwen hätte ich gerne mal, sicherheitshalber. Komm schon. Oh, nicht genug Energie. Verdammt. Na. Okay. So, ein bisschen Schutz. Und dann holen wir uns den Kollegen wieder runter. Und dann würde ich gerne nochmal hier den Nordwind versuchen. Das scheint er nicht drauf zu reagieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich fand, die Idee war gut. Die Idee war gut. Ach, bitte. Mann. So, die Idee war gut. Die Umsetzung war bescheiden. Ach, warum nicht die Fackel? Nein. So, ich habe... ach, das Blöde ist, dass die... Verdammt, ja toll. Dass die Ladebildschirme immer so unheimlich lang dauern. Dass es so unglaublich lang dauert, bis man wieder angreifen kann quasi. So, ich habe die Nordwindbomben mal ausgetauscht und dafür überlegenen Samum genommen, um den Gegner zu blenden. Und der erste Treffer bei einem geblendeten Gegner ist immer kritisch. Was natürlich eine coole Idee ist eigentlich. Allerdings treffe ich damit scheinbar nicht besonders gut. Aber die Idee finde ich gut. So, alles andere bringt eigentlich nichts, weil die meisten Sachen für Brandschaden sorgen, irgendwie explodieren und keine Ahnung. Aber wir haben ja gehört, dass das Vieh sowieso Feuer liebt. Und ja, da brauche ich nicht mit Feuer anzukommen. Oder weil sie vergiften. Das Vieh arbeitet selber mit Gift. Das heißt, vergiften ist eigentlich auch keine Idee. Und von daher macht das meiste überhaupt keinen Sinn. Außerdem gibt es dann noch hier, keine Ahnung, so Mondsplitter oder irgendwas mit Dimeritium-Splitter oder sonst was, was den Gegner von irgendwelchen Zaubersachen abhält, was das Vieh hier auch nicht macht, oder von irgendwelchen Transformationen, ist hier auch nicht der Fall. Also all das bringt mir in dem Fall überhaupt nichts. Ich bin schon weitergekommen. So, ich verbeiß mich jetzt in das Viech. Ach, wieder die blöde Fackel, das gibt's doch nicht. Ja, die blöde Kartätsche bringt ja mal gar nichts, habe ich das Gefühl. Die ist irgendwie witzlos. Ja, ach komm. Lass gut sein, Junge. Toll, vor allem wenn man dran vorbeiwirft, meilenweit, dann bringt das natürlich besonders viel.
Ja, die macht ja gar keinen Schaden. Also, dass die empfohlen wird. Also, da habe ich mit dem. Da hatte ich mit dem Samum aber schon mehr Erfolg, habe ich das Gefühl. Das. Ah, der ist so schnell. Warum ist der so schnell? Ich komme gar nicht weg vor dem. Boah, ja. Und schon bin ich fast wieder tot. Unglaublich. Unglaublich. Was soll ich tun gegen das Viech? Ja, das ist definitiv noch nicht für meine Stufe geeignet. Aber jetzt habe ich mich, glaube ich, selbst gerade mit erwischt. Ja, und die Vergiftung ist einfach zu hoch. Schon allein durch den Erzgreifen-Absud ist die Vergiftung zu hoch. Mann! Mich einmal erwischt und ich bin so gut wie tot. Ich bin tot. Der Ladebildschirm ist so unglaublich lang. Es ist so furchtbar. Hau ab. Das ist meine eigene Vergiftung. Dadurch, dass ich die Tränke nehme, vergifte ich mich selber, glaube ich. Und das ist irgendwie das Dumme daran. Das kann doch nicht sein, dass ich an meiner eigenen Trankvergiftung krepiere. Ach komm. Habe ich die wieder nicht getroffen. Blödes Mistviech. Der Himmel sieht übrigens wieder sehr geil aus da hinten. Nicht, dass ich die Zeit hätte, mich darauf zu konzentrieren. Es fällt mir nur so auf am Rand. Alter, nein! Ja, toll. Jetzt, ah, ich darf diesen Fehler nicht machen. Ich dachte, jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, eine Schwalbe zu trinken. Und die Vergiftung, die ich mir dadurch aber selber zugefügt habe, ist jetzt größer als der Effekt, den die Schwalbe hat. Kann ich nicht? Ich konnte auch irgendwie meine Vergiftung aufheben. Ist das auch der goldene Pyrol? Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber das ist ja dumm. Das ist ja richtig dumm. Verlängerte Gift heilen, anstatt Schaden zu bewirken. Komm. Kann ich nicht tun. Weil ich zu vergiftet bin. Ich bin zu vergiftet, um den Giftheilungstrank zu nutzen. Alter. Das ist unglaublich. Ach Mann. Kann ich nicht irgendwas tun? Das ist so doof. Ach Mann. Hier gab es doch irgendwie weißer Honig. Was ist denn weißer Honig? Weißer Honig. Hebt Vergiftung. Moment, das will ich. Das will ich. So. Und nu, jetzt habe ich aber auch den Absud und alles nicht mehr. Jetzt habe ich sämtliche Dinge sind jetzt aufgehoben. Ja, toll. Das ist ja super. Ich glaube nicht, dass das was wird. Aber es sieht schon mal besser aus als einige andere Male. Immerhin. Ich lerne ja dazu. Das zumindest mal. Ich frage mich nur, was mit meiner... Was ist denn jetzt los? Was mit meiner Wiederbelebungsfähigkeit geworden ist. Denn eigentlich kann ich doch einmal sterben und werde dann wiederbelebt. Dachte ich zumindest. Das ist allerdings nicht der Fall. Oh Mann! Ich treffe den auch einfach mal gar nicht. Also jetzt macht er mich fertig, ohne dass ich auch nur einen einzigen Treffer lande. Ja, Wahnsinn. Was? Nein!
sorry, ich weiß nicht, wo Kartätschen dem Vieh Schaden zufügen sollen. Der hat null Schaden erlitten dadurch. Was ist denn das für ein behinderter Tipp, ehrlich gesagt? Sorry, aber was ist das für ein beschissener Tipp? Wenn das wirklich mal gar keinen Schaden macht. Und das sind ja schon überlegene Kartätschen. Also, keine Ahnung. Ja. So, der Einzige, der wieder fast tot ist, bin ich. Wow. Der weicht aber auch aus. Das ist unglaublich. Ich treffe den gar nicht. Selbst wenn ich einmal nah genug rankomme und dann ansetze, um zuzuschlagen, dann weicht er so geschickt aus, dass ich ihn überhaupt nicht treffe. Ja, die Armbrust ist natürlich auch ein Witz. Also, da alleine Zeit heilt alle Wunden, so ungefähr. In der Zeit, die ich brauche für diesen Kampf hier, hat er sich von der Armbrust auch wieder geheilt. Da ist die Wunde dreimal wieder zugewachsen. Ach Mann. Ah, ich würde den so gern besiegen, aber ich fürchte, mir geht einfach die Zeit verloren. Also, ich werde mich hier wahrscheinlich geschlagen geben müssen. Noch nicht mal, weil ich zu wenig Ausdauer habe oder weil ich zu wenig Ehrgeiz habe, um mich weiter mit ihm zu beschäftigen. Eigentlich finde ich das ganz witzig gerade. Aber die Ladebildschirme sind einfach so unglaublich lang. Und mir fehlt schlichtweg die Zeit, um gleich weiter aufzunehmen hier. Und deshalb werde ich mich aus zeitlichen Gründen dann gleich hier geschlagen geben müssen, dem Opinikus, der wirklich ein harter Gegner ist. Also tatsächlich macht mir das hier Spaß gerade. Man mag es kaum glauben, auch wenn das jetzt, ich weiß nicht, der wievielte Versuch ist. Einfach es so oft hintereinander zu versuchen und eventuell, ja, Fortschritte zu machen oder auch nicht. Eher nicht. Aber an für sich finde ich das ganz witzig. Nur, wie gesagt, mir fehlt die Zeit. Ich muss gleich noch zwei weitere Folgen aufnehmen. So blöd es klingt. Aber der Zeitplan sieht das vor. Und ich habe jetzt, ich schaue mal ganz kurz rüber zum Timer. Ja, schon über eine Stunde bin ich jetzt hier dran. Einfach dadurch, dass, wie gesagt, die Ladebildschirme so unglaublich lang sind. Und ja, da fehlt mir jetzt einfach die Zeit für. Opinikus, ich gebe mich geschlagen an dieser Stelle, auch wenn es mir unglaublich leid tut, weil ich es jetzt so lang versucht habe und ich hätte es gern geschafft. Aber ich bin ja noch nicht mal nahe dran. Also das sieht ja, es ist ja noch nicht mal so, dass ich sagen würde, es wäre das ein oder andere Mal knapp gewesen. Ganz und gar nicht. Der hat hier ganz klar die Oberhand und ja, ich gebe mich da jetzt aus zeitlichen Gründen geschlagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn denn überhaupt noch jemand zugesehen hat bei diesem fruchtlosen Versuchen hier das Vieh klein zu kriegen. Ja, und da wir dann eigentlich auch in Belen im Moment nicht wirklich was zu tun haben, außer auf unser Schwert zu warten von Hattori, würde ich sagen, machen wir die nächste Folge dann auch schon weiter ins Gellige. Und ja, irgendwann komme ich zurück. Irgendwann komme ich zurück und dann werden dem Vogel hier die Federn gestutzt, aber gewaltig. Aber das wird nicht heute sein, das wird nicht in der nächsten Folge sein. Wir sehen uns auf Skellige wieder beim nächsten Mal, hoffe ich zumindest, wenn ihr wieder mit dabei sein möchtet. Und dann sage ich mal tschüss, macht's gut und bis dann.